Moin moin ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Dattelzeit hier mit Planet Zoo. Und ich sehe gerade, dass wir hier ein klitzekleines Problemchen haben. Das sollten wir mal wieder anschließen. So, so gehört... Fuck. Aber mit Steuerung Y kann ich Magie bewirken. Das ist auch gar nicht mal so unwichtig. So, wir brauchen hier noch eine Gehegetür. Sonst wird das alles gar nichts. Oh Mann, das ist irgendwie auch... noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Sag ich jetzt mal so. Rasterausrichtung. Oh, wollt ihr mich verarschen? Die können auch nicht, wenn ich ein Ding weg... Oh Mann, ich zeig echt das Spiel in seiner schönsten Auffassung hier. Ach. Nö, dafür stoppe ich dann doch mal wieder. So geht das ja nicht. So, wir packen das alles jetzt erstmal weg. Ich hoffe, das kostet nicht so viel. Ah, nee, verschieben ist quasi kostenlos. Das ist gut. Das ist ja echt... Die wollen mich verarschen, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Das kann auch weg und das hier ebenfalls. Dann müssen wir den ganzen Sheet nochmal bauen, mehr oder weniger. Rasterausrichtung. Hier kann man das recht gut machen. So, dann können wir das Raster entfernen. Und das so machen. Können wir das Ding hier noch ranbasteln. Dann ist soweit alles gut, glaube ich. Dann können wir Gehegetür hier bauen. Wir noch sehen, dass da auch jemand runterkommt. Und auch hier wird dann irgendwie ein... So wollte ich das gar nicht. Scheiße. Okay, ich habe Bockmist gebaut. Was ich eigentlich wollte. Hey. Wieso kriege ich hier keine Türen nach... Ach, hier kriege ich es hin. Warum nur da? Ja. Nein, vielleicht. Uff. Das ist nicht schön, aber es ist halt. Muss das eben so stattfinden. Vermutlich, weil hier genug Platz ist. Wobei... Ich habe keine Ahnung mal wieder. Aber das macht nichts. Dann müssen wir das eben anders machen. Dann hätte ich vielleicht gar nicht so verschieben müssen. Aber naja, hinterher ist man halt immer schlauer. Kann ich... Was war hier dieser scheiß Gruppenkram? Wo ist denn hier der Eingang? Da ist der Eingang. So, basteln wir das dahin. Dann haben wir hier... So, als Ganzes will ich das ja. Das kann ich noch so hier ran basteln. Das, ups. Was ist das überhaupt? Das ist das Staff Building. Geht in Ordnung.
Tierfliegerhütte Klein. Hey. Ich will die Hütte an sich. So. Dann kann ich einmal hier eine bauen. Okay. Gott, das ist heute alles so ein bisschen... Wer ist das? Also das sind nicht so die Standardplatzierungsprobleme. Das ist schon ein bisschen mehr als sonst. So, machen wir da noch eine hin. Da haben wir noch das Trade Center. Nicht zu verwechseln mit dem World Trade Center, das ist dann doch wieder was anderes gewesen. Oh. Ja, das müssen wir natürlich auch noch hier irgendwo. Oh, scheiße. Das machen wir am besten ganz neu, weil die besonders blöd zu platzieren sind. Reach Search Center machen wir auch da. Da darf er sich ruhig sammeln, das wird so ein kleines Dorf. Warum nicht? So, Einrichtungen. Mitarbeiter. Dann müssen wir hier nämlich nochmal ein Tierpflegerhütte. Da kann dann das Futter für die Tierchen nämlich zubereitet werden. Zugebereitet. Das ist auch irgendwie ein schön hässliches Wort. Kann das hin. Und dann sind wir hoffentlich glücklich. Wobei, kommt drauf an, ob wir glücklich sind. Das können wir nämlich auch unglücklich machen. Wenn es zu nah dran ist. Wo haben wir das denn? Gehege, Tierwohlbefinden, Strom. Negative Ein- Fuck. Das muss nochmal wandern. Nein, doch nicht so. Sondern die Hütte an für sich. So. Schalten wir jetzt auf die Karte um. Alles tutti paletti. So wollen wir das. So, haben wir das schon mal gemacht. Mann, wir haben ja gar nicht mal so viel hier geschafft. Die Bildung, die ist noch im Arsch. Das ist nicht gut. Aber ich glaube tatsächlich, wir sollten uns gleich auch um unsere bereits vorhandenen Tiere kümmern. Das wäre gar nicht mal so schlecht, auch wenn wir hier... Das können wir ja schon mal reinpacken, warum nicht? Vom Zoll beschlagnahmt. Allwetter. Wie macht man das denn? Ich brauche einen Quarantänebereich. Wer hat denn das gesagt? Okay, das Spiel. Okay. Wenn das so ist, ich habe ja das Geld nicht, dann baue ich noch einen Quarantänebereich. Wenn das Spiel dann glücklich ist, dann soll ich auch glücklich sein. Hoffe ich. Wieso will das hier nicht, wie ich will? Oder muss ich da wieder ein bisschen mit der Höhe spielen? Ja, muss ich. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, warum das diese kleine Stufe haben will. Aber wenn es eine Stufe haben will, dann bekommt es eine Stufe. So, haben wir das schon mal erfüllt. Also das ist keine Muss-Bedingung jetzt. Oh. Egal.
So, wie sieht es denn hier aus? Ernährungsstatus, Qualität der letzten Mahlzeit. Können wir vielleicht jetzt Tür machen, weil mit steigendem Tierlevel haben wir hier die Möglichkeit, unter Umgebung, oder nee, das war hier unter dem Gehege war das. Tiere, kleiner Panda, da Qualität 2 Futter, das mögen die lieber. Das gefällt mir schon mal. Und dann gucken wir mal, wie geht's denen überhaupt hier? Lebensqualität, Spielbeschäftigung geht gegen 0. Das ist natürlich auch höchst fragwürdig, deswegen sorgen wir auch für unsere Tapire mittelamerikanischer Art. Wo haben wir sie denn? Mittelamerikanischer Tapir. Für Spielbeschäftigung, zum Beispiel mit dem Sprinkler. Warum nicht? Können die sich hier mal so richtig schön einnässen? Mache ich auch ganz gerne mal. Dann kriegen die einen Ball. Und von mir aus kriegen die auch eine Geschenkbeschäftigung mit rein. Dann gibt es noch Futterbeschäftigung. Ah, das habe ich schon. Das habe ich schon. Flüssigkeitszufuhr. Ja. Das sieht doch schon mal besser aus. Ernährungszustand. Ja, das soll eigentlich ganz gut sein. Und dann haben wir hier irgendwo ein Äffchen. Das müssen wir aber erstmal suchen. So, Äffchen, wo bist du? Wir haben doch noch kein Äffchen drin. Doch, haben wir. Michaela und Elena, sogar zwei waren das. Ja, da wollte ich doch mal... Ach, die machen sich sehr gemütlich, wo es irgendwie noch ein bisschen, naja, aussieht. Das kleiden wir noch alles aus. Ja, eines von meinen vielen später Sachen. Lebensqualität, Futterbeschäftigung nicht vorhanden, Spielbeschäftigung halbwegs vorhanden. Bonus mit anderen Arten, das gleicht zumindest ein bisschen was aus. Sozialverhalten. Soziale Gruppe sind noch zu wenig Tiere, die wollen lieber mehr haben. Je mehr, desto doll. Kriegen wir vielleicht noch irgendwie hin. Aber wir müssen dafür sorgen, dass auch unsere Äffchen hier was zu tun haben. Ich weiß nicht, ob wir da auch schon irgendwas zur Auswahl haben, was praktisch wäre. Ah ja, jetzt kommt nämlich das Problem, dass hier das Kapuzineräffchen abgekürzt nur mit Kapuzineräffchen ist und nicht mit dem Weißhaupt davor. Ach so, die mögen die gleichen Sachen. Das ist natürlich schön. Können wir hier noch einen Sprinkler platzieren. Dann haben hoffentlich alle was zu tun. So, Lebensqualität. Futterbeschäftigung. Gut, die fehlen noch. Aber. Da haben wir doch auch was gehabt. Gehege. Futterbeschäftigung. Hatten wir nicht so ein Ding schon hier irgendwie? Nee, beim anderen Gehege nur. Na gut, dann packen wir hier auch noch so ein Gedöns rein. Auch hier haben wir jetzt ein kleines Problem, aber egal. Das werden wir irgendwann machen. Aber zumindest kriegen wir hier das Bonusgeld mal. Das können wir, glaube ich, relativ gut gebrauchen. Habe ich mir sagen lassen. Tier entkommen. Scheiße. Das kostet. Wo ist denn das passiert? Ach, es ist gar nicht entkommen. Ich habe nur die scheiß Barriere etwas zu optimistisch gesetzt. Shit. Mal sehen, wie sieht es hier mit diesem Löchlein aus? Das müssen wir noch füllen. Kriegen wir noch hin irgendwie, hoffe ich vielleicht. Oh Mann. Das sind immer so die kleinen Dinge, die man gar nicht so schlimm vermutet, wie sie dann vom Spiel gemacht werden, weil es ist ja nicht entkommen. Es ist nur so angezeigt.
Aber gut. Gucken wir doch mal, was das neue Tierchen braucht. So, wir haben ein neues Tier. Chihuahua. Unser Chihuahua quasi. Okay, dann wollen wir doch mal ein kleines bisschen hier der Gelände anpassen. Der Gelände muss erdig sein. Der Gelände darf gerne Felsen haben. Aber vor allem, der Gelände muss vor die Chef im Geschäft sein. Naja, und jetzt merkt man wieder, wie alt ich bin. Generation TV total. Ach, da fühle ich mich doch alt. Wobei ich immer sage, bei Stefan Raab, da hat man echt in den letzten Jahren TV total gesehen, wenn er mal YouTuber eingeladen hat. Das war absolut nicht seine Welt. Er hat immer so getan, als hätte er Ahnung davon, aber es wirkte so künstlich, wenn er dann fragte, ob ihr auch dieses Minecraft spielt oder so. Das ist so diese typische, sag ich mal, Politiker-Wortwahl, wenn die versuchen, irgendwie modern zu wirken, dann ist das so relativ ähnlich. Das war manchmal grenzwertig. Nennen wir es grenzwertig. So, was hast du denn noch an Bedarf? Och, Bepflanzung darf denn auch. Schön. Gemäßigt und Tropen aus dem asiatischen Raum. Das ist doch, glaube ich, generell schön. Und ja, das Gelände, das reicht von der Größe mehr als aus. Also es ist hier Luxus, 4 Sterne mit Gelump quasi. Dann machen wir hier mal so einen lustigen Zylinder vielleicht mal. Und meißeln dran rum. Oder machen wir nochmal hier so einen klingeren dran. Man muss ja auch mal andere Tools ausprobieren, gell? So, und jetzt meißeln wir. Wie die Inge Meißel damals. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen Ausgleich. Und dann bepinseln wir das Ganze nochmal mit Felsen. Yay! Auch dieser Felsen darf gerne oben ein bisschen Grünstich hier. Upsala, sein. Ja, guck mal, da kann vielleicht noch irgendwas drauf wachsen. Ist das nicht eine Schönheit? Ich gebe auch nochmal hier so ein bisschen die glatte Textur mit rein. Damit das nicht zu elendig hier wirkt. Ach, ein Träumchen. Vielleicht auch noch so ein kleines bisschen Erde mit in den Mix packen. Einfach damit das Ganze. Ja. Da kriegst du auch ein bisschen Textur. Und auch sonst kann man, glaube ich, noch ein bisschen Unebenheiten erfinden. So, machen wir sogar 30%. Ich gönne mal so richtig. Und nehme auch die gröbere Kelle dafür. So, weil flach kann jeder. Dann brauchen wir gehegetechnisch eine Schlafstätte, genau. Da nehmen wir das Kapuzineräffchen weg und gucken, was überhaupt für unseren chinesischen Schuppentier so in Frage kommt. Ich glaube, das müsste so als Unterkunft lockerflockig ausreichen. Ich glaube, die werden auch bei der Höhe der Mauer absolut keine Probleme haben. So, bis zu... Beinahe nehme ich doch trotzdem lieber die Blätter. Klein sind sie eigentlich. So, sogar noch ein viertes, dann haben die Auswahl. Also da kann sich denn niemand beschweren.
Dann brauchen wir noch eine Futterschüssel. Oh, ich weiß nicht, groß, klein, mittel. Gut, Mittel gibt's nicht, deswegen ballern wir einfach mal die hier rein. Und das Ding. Oh, das meißelt wieder an sich schon Sachen zurecht. Dinge, die man gar nicht will, aber die einfach passieren. Dann hier noch so eine Futtergedöns. Dann hauen wir wieder Bälle rein, Sprinkler. Das sieht wieder eintönig aus, weil wir überall das gleiche haben. Witterungsspielchen kommt auch noch. Dann können wir nochmal gucken. Was braucht das Tierchen denn in Richtung gut Bepflanzung? Das machen wir beim nächsten Mal, glaube ich. Mir ist eher wichtig, da muss ich hier gucken, chinesisches Schuppentierchen braucht Gehege. Was Anforderung? Kletterschutz. Oh, über 3 Meter und Kletterschutz. Das sind denn ja richtige Klettertierchen. Hätte ich nicht gedacht. Okay, lernt man mal wieder was dazu. Also, komplett Barrieren nochmal neu machen. Eieiei, 3 Meter brauche ich hier mit Kletterschutz. Lecco mio. So, aber dafür kann ich dann hier hoffentlich eine Scheibe gut setzen. Und da ein Scheibchen. Und da schneiden wir uns auch nochmal eine Scheibe von ab. So. Und den ganzen Rest inklusive einer Futterecke oder so hier können wir dann auch beim nächsten Mal einfach unternehmen. Aber fürs Erste verabschiede ich mich und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid, wenn wir wieder dämlich Wege bauen und Gebäude weg und wieder hin platzieren müssen. Bis dahin, ciao, ciao.